Hallo Freunde, herzlich willkommen zum vierten Teil des Vlog-Specials zum Thema Talent. Heute geht es im vierten und letzten Teil um die Lehrer, Coaches, die Gurus, die anderen helfen, höchste Fähigkeiten zu erlangen, die Master-Coaches. Und das ist heute ganz besonders spannend, nicht nur für Musiklehrer, sondern für alle, die anderen Menschen helfen, hohe Fähigkeiten zu erlangen. Bevor wir aber direkt ins Thema einsteigen, wollte ich zwei Kritikpunkte kurz noch ansprechen. Und das erste ist, dass man nicht alles erklären muss und nicht alles erklären kann. Natürlich muss man nicht alles erklären, jedes Phänomen auf der Welt, aber mir zum Beispiel bereitet es große Freude, hinter die Kulissen zu schauen, die verborgenen Mechanismen zu entdecken, zu erklären, das Ding dann besser zu verstehen und sobald oder solange es nutzbar ist, eben besser zu nutzen. Wie eben das Unterrichten. Dadurch, dass man die Talententwicklung besser versteht, kann ich ein besserer Lehrer werden. Und dann gibt es noch die Kritik, dass viele eben sagen, ich kann das einfach nicht glauben. Es gibt einfach Leute, die sind so, die haben so eine Anlage einfach so von Gott gegeben, so wie ein Mozart. Mozart ist übrigens ein schönes Beispiel. Mozart ist sehr gut erklärbar, wie der seine Fähigkeiten erlangt hat. Aber nur ganz allgemein, es gibt auch viele Leute, die sagen, ich kann das einfach nicht glauben mit der Evolutionstheorie. Nun ja, wenn man etwas nicht verstanden hat, heißt es nicht, dass es nicht der Wahrheit entspricht. Und ganz wichtig ist auch, dass wir unterscheiden einmal zwischen dem Sujet an sich und der Theorie. Das heißt, wenn man sagt, man kann nicht an die Evolutionstheorie glauben, ist das eigentlich Unsinn, weil natürlich ist die Evolutionstheorie noch nicht perfekt ausgereift. Aber sie ist eben bisher die beste Erklärung der Evolution, die wir haben. Und Evolution ist ein Fakt. Genauso wie hohe Fähigkeiten, Talent eben ein Fakt ist. Und das, was ich hier in diesem Video erkläre, ist die Theorie, die beste Theorie, die wir bisher haben, wie dieses Talent denn wirklich entsteht. Das heißt, die Schablone, die bisher am besten auf dieses Sujet passt. Und nur weil man die noch nicht verstanden hat, heißt es eben nicht, dass es nicht bisher die beste Theorie ist. Und dass der Sachverhalt an sich existiert. Das heißt, Talententwicklung, höchste menschliche Fähigkeiten sind auf jeden Fall erklärbar. Wir haben natürlich noch nicht die beste Erklärung gefunden, aber wie gesagt, die ich hier vorstelle, ist bisher eine der besten Theorien, die wir haben. Und sicherlich haben wir noch nicht alle Aspekte richtig verstanden. Aber das, was viele Leute ja eben als Schwäche auslegen, immer dieses, die wissenschaftliche Meinung ist in 10 Jahren ja eh schon wieder eine ganz andere, ist ja gerade eben die Stärke der Wissenschaft. Nämlich bereit zu sein, wenn die entsprechenden Beweise vorliegen, jederzeit seine Meinung zu ändern und anzupassen. Growth Mindset und nicht Fixed Mindset. Und so wird man ständig besser, so werden diese Theorien zur Erklärung dieser Sachverhalte eben auch ständig optimiert. Und sobald mir jemand die Beweise dafür liefert, dass diese Theorie der Talententwicklung oder auch der Evolutionstheorie eben nicht stimmt, wäre ich bereit, meine Meinung zu ändern oder eben die Theorie anzupassen. Das heißt, wenn ihr mehr Informationen habt, bessere, andere Bücher, immer her damit. Aber jetzt steigen wir erstmal ein in Teil 4 zum Thema Master Coaches. Viel Spaß! Wenn die Schülerin nun begeistert und motiviert ist, muss sie nun lernen, richtig zu lernen und zu üben. Sprich, sie muss öfter und länger in die Deep Practice Zone. Das muss natürlich zuerst angeleitet werden durch einen guten Lehrer, einen Guru, der selbst all das hinter sich hat, wo die Schülerin durch muss und gleichzeitig weiß und versteht, wie das Lernen funktioniert. Das ist ein Master Coach. Master Coaches sind meist selbst Meister in dem Fach, das sie unterrichten, aber nicht immer. Schließlich macht ein guter Musiker nicht automatisch einen guten Lehrer. Das Unterrichten kann man lernen und üben wie alles andere. Und Master Coaches machen daraus eben eine eigene Kunst. Das heißt, schaut dieses Video später ruhig noch ein zweites Mal und seht alles über die Talententwicklung aus eurer eigenen persönlichen Entwicklung als Lehrer. Master Coaches sind nicht die flamboyanten Trainer, die große Reden schwingen, sondern Daniel Coyle nennt sie Talent Whisperers. Master Coaches sind hochaufmerksam, beobachten sehr genau und geben, wenn nötig, kurze, klare, gezielte Anweisungen. Diese können dann schnell umgesetzt werden und damit erhalten die Nervenzellen der Schüler genau die richtigen Signale und bilden die richtigen Verbindungen. Diese Anweisungen sind oft einprägsam demonstriert oder formuliert. Denkt dran, Menschen beurteilen eine Aussage als eher wahr, wenn sie sich reimt und je alberner die Metapher, desto besser kann man sie sich merken. Master Coaches zeichnen sich durch gute Vorbereitung aus. Sie haben immer einen Plan für die aktuelle Stunde und bringen die Schüler in kleinen Einheiten immer zum nächsten anschlussfähigen Schritt, sodass es keine Stagnation gibt.
Ein Mastercoach lässt sich ganz auf den Schüler ein und geht den Weg mit ihm. Sie gibt nicht nur vor, wie die Übung sein soll, sondern sie lebt es und fühlt es selbst und freut sich mit dem Schüler, als hätte sie selbst die Hürde genommen. Durch ihr ganzes Auftreten verkörpert sie das Lernen. Mastercoaches predigen also nicht von der Kanzel, sondern sie machen alles Schulter an Schulter, oft wörtlich, mit ihrem Schützling durch. Sie sind laut Daniel Coyle also nicht Kapitäne, die nur Anweisungen geben, sich aber selber die Hände nicht schmutzig machen, sondern eher wie Gärtner, die mit Erfahrung, einem guten Plan und mit Bedacht die Fähigkeiten über die Zeit kultivieren. Es gibt weniger Lob als beim Love Coach, denn ein Master Coach ist dafür da, das Deep Practice anzuleiten. Also ist das Feedback fehlerorientiert und damit sehr effektiv. Ein Master Coach und ein Love Coach hoffentlich auch, lobt vor allem die Anstrengung und nicht das Können. Das ist viel persönlicher und spricht viel tiefer zu den Gefühlen. In allen Talent-Hotbeds werden Bemühungen immer mehr geachtet als das Können. Das erhält die Motivation, da sehr fähige Leute ja sehr oft an sich selbst zweifeln. Wer sich aber mehr anstrengt, wird mehr gelobt und gleichzeitig besser. Und das stärkt das Selbstvertrauen. Daniel Coyle schreibt, Skill Building equals Confidence Building. Ein Master Coach ist oft nicht dieselbe Person wie der Love Coach. Aber natürlich ist es möglich, dass ihr euch zusammen mit euren Schülern entwickelt. Wenn sie mehr und mehr entzündet sind und ihr Ziel gefunden haben, schiebt ihr bei diesen Schülern euren Regler vom Love Coach immer weiter zum Master Coach, um sie bei der Entwicklung höchster Fähigkeiten zu unterstützen. Und so kann man seine Schüler auf die Überholspur beim Lernen bringen. Und mit dieser Unterstützung entwickeln sie über die Zeit höchste Fähigkeiten und damit natürlich auch ihre Persönlichkeit. Hey, schön, dass ihr noch da seid. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich bin mir ganz sicher, dass jeder für sich etwas aus dieser Theorie der Talententwicklung ziehen kann, egal in welchem Bereich ihr aktiv seid. Wenn ihr Lust habt, das ganze Video, das ganze Zusammenfassungsvideo zum Talentcode in einem Stück zu sehen, habt ihr Glück, denn ich habe es in der Beschreibung unter diesem Video nochmal verlinkt. Darin gibt es noch ein paar mehr Inhalte als in dieser Special-Serie. Könnt ihr euch also jederzeit im Ganzen anschauen. Wenn ihr mehr zum Thema Lernpsychologie, Lernmethoden, Arbeitseffizienz, Zeitmanagement und so weiter wissen wollt, dann schaut doch gerne mal auf meiner Homepage vorbei. Da findet ihr immer die aktuellen Workshop-Termine und auch Kontakt zu mir, wenn ihr an Privatcoaching interessiert seid. Wenn euch die Inhalte hier gefallen, abonniert sehr gerne den Kanal und aktiviert auch das Glockensymbol, dann bekommt ihr immer eine Info, wenn ich ein neues Video hochlade. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, macht's gut.